Auf der ganzen Welt trauern Fans um den verstorbenen Muhammad Ali. Doch hier, in der Demokratischen Republik Kongo, ist das Boxidol unsterblich. In diesem Stadion, in der Hauptstadt Kinshasa, fand 1974 der legendäre Rumble in the Jungle statt, bei dem Ali gegen George Foreman den Weltmeistertitel im Schwergewichtboxen zurückeroberte. Noch heute ist der Kampf den Anwesenden in lebhafter Erinnerung. Während des Kampfes wurde Foreman sehr müde. Muhammad Ali hat das gemerkt. Er hat zweimal zugeschlagen. Foreman wurde im Gesicht getroffen und ist zusammengebrochen. Zur Freude aller war der Kampf vorbei. Auch für jüngere Generationen ist der dreifache Schwergewicht-Weltmeister ein Begriff. Im Muhammad Ali Boxverein können Nachwuchssportler ihrem Idol nacheifern. Ich bin gekommen, um das Training zu unterbrechen. Wir können nicht trainieren, wir trauern. Dieser Club ist nach dem erhobenen Haupt von Muhammad Ali benannt. Muhammad Ali ist tot. Wir empfinden tiefe Trauer, sehr tiefe Trauer. So schnell wird hier niemand den großen Kampf von vor 40 Jahren vergessen. Die jungen Kongolesen bleiben im Ring. Die Legende Muhammad Ali lebt weiter.